Warum? Wie geht's, Schätzchen? Keine Schusswunde? Mir geht's besser. Sie ist gebissen. Oh, willst du nochmal schießen? Hat letztes Mal ja toll geklappt. Ich habe vielleicht nicht genug Silber, um dich zu töten. Aber ich kann dich leiden lassen. Travis! Silber! Komm hier hoch, Junge! Shit. Wo seid ihr genau? Wo bist du? Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon! In die Fresse! Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Ah, gut. Du bist wach. Ich dachte schon, dass ich dich atmen spüre. War nur nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich dich schon töten soll. Ich warte meistens, bis man es mir sagt. Nein! Nein! Du wartest hier. Ich frage meinen Dad. Dad? Dad, bist du da? Bobby? Travis, wo ist Dad? Wo bist du? Ich hab einen Lebendtier. Hab den Jungen. Gebissen, Bobby. Na, das glaube ich nicht. Er blutet aber. Ich glaube, er stirbt. Wie ist deine Position? Ich stehe? Nein, wo du bist, Bobby. Oh, in dem kleinen Raum im alten Flügel. Weißt du wo? Ja, halt ihn dort. Ich komme. Ach, glaub mir, der geht nirgendwo. Er ist weg! Thank you.
Das ist mein Messer. Nein, bitte, bitte. Niemand nimmt mein Messer. Du spinnst doch. Du tropfst ja wie ein Saftkarton. Ja, bitte, du kannst mir doch helfen. Nein, Mann, du verblutest. Ich kann dich höchstens früher von deinem Elend erlösen. Gnadentod. Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Laura! Wow, wow, langsam! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ich meine, ich wollte das nicht sagen. Nur. Hättest nicht mitkommen sollen. Glaubst du? Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht, vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen... will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Ich glaube, einer von uns sollte ein Mensch bleiben. Dann stirbst du. Daran denkst du doch nicht. Du brauchst nur jemanden für die Drecksarbeit. Sei still. Ist ja kein Problem, wenn ich und Max deine Freunde infiziert sind. Hauptsache nicht Ryan, nicht mal um dich zu retten. Du blödes Arschloch. Robin? Fuck.
müssen weg. Wir müssen. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch, keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Problem. Verdammt, das muss ich doch öffnen lassen. Vielleicht in dem Hausding. Schauen wir nach. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Ah! Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das... Ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Da. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh. Jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ob ich ein bisschen Schutz bekommen kann? Kannst du vergessen? Bitte? Nein, ich stehe hier auf dem Präsentierteller. Aber du bist tough, ich bin weich. Wenn etwas angreift, erschieß ich's, okay? Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Du kriegst das hin. Gut, okay, gut.
gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Reifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Großartig! Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Es ist nicht zu spät, ich kann dich beißen. Sorry, das zu sagen, doch die Antwort ist nein. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Ist okay. Echt gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Vorsichtig. Yep.
Was war das? Ich denke. Ich denke, das ist Chris Hackett. Versuch's doch, Madenfresser, du gruseliges Stück Scheiße! Ich bin besser als du, komm schon! Beschissenen Baum! Laura! Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich's. Jetzt suche ich Laura. Also war sie hier.
viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Oh, oh fuck! Okay, gut. Ich hoffe, Sie sehen, dass das Camp zu ist und versuchen es beim Hotel. Okay. Okay, Caitlin. Es regnet ständig heute Nacht. Die wissen, dass du hier bist. Sie kommen wieder, sobald es geht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, ich brauche einen besseren Überblick. Sicher ist sicher. Besser. Ich sehe dich, Wichser. Erinnert mich an Mr. H.'s dämliche Ansagen. Wow. Kaputt. Showtime, Motherfucker. Thank you.
Es war eine bewegte Nacht, findest du nicht? Der Kreislauf geht weiter für manche von uns. Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht von dir. Doch weniger als ich erwartete. Ein Band eint uns, dich und mich. Auch wenn der Vollmond wiederkehrt und der Fluch bestehen bleibt. Diese Nacht ist vorbei. Keine Sorge. Ich werde deine Taten nicht vergessen. Aber komm ja nie, niemals nach Hackett's Quarry zurück. Steckst du deine Nase je wieder in Dinge, die dich nichts angehen, werde ich dich ewig verfolgen. Wohin du auch gehst, ich werde stets bei dir sein. Ich sitz dir im Nacken, auch wenn du mich nicht siehst. Kehrst du jemals zurück, jage ich dich bis an dein Lebensende. Could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream? Leichentürme nach Sommercamp-Massaker. Was sagst du dazu, Anton? Warum türmen sie die Leichen auf? Wie viele? Ich meine, man braucht sicher Dutzende von Leichen für einen Turm. Anton, ich glaube, du nimmst das zu wörtlich. Hier widerspricht dein wissenschaftlicher Ansatz meinem kreativen Ansatz. Ich schätze, der Journalist hat sich etwas künstlerische Freiheit erlaubt. Tja, dann gestatte mir die künstlerische Freiheit zu sagen, dass der Artikel stinkt. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie.
alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Also, Hackett's Quarry. Ja. Ich glaub's nicht. Was? Ich kann dir nicht folgen. Wer gibt sich denn mit mysteriösen Umständen zufrieden? Nach nur 3 Monaten schließen die den Fall? Das kaufe ich ihnen nicht ab. Das kaufe ich ihnen nicht ab, zählt aber nicht gerade als Beweis. Finde ich schon. Irgendjemand hat was zu verbergen. Die Hacketts? Das ist es ja. Sie sind verschwunden. Nicht mehr zu erreichen. Das Camp ist dicht und sie sind untergetaucht. Würdest du das nicht, wenn das alles unter deiner Aufsicht passiert wäre? Klar, nur das kommt mir voll verdächtig vor. Also machst du eine Verschwörung daraus. Ich sag nur, die Hacketts sind eine alteingesessene Familie mit vermutlich sehr guten Verbindungen. Okay, ich glaube, du traust ihnen zu viel zu. Das ist die sehr weit herge... Die schmieren bestimmt Senatoren. Jetzt hör mal auf, so viel Kohle haben die doch gar nicht. Das ist eine Hinterwäldlerfamilie aus der Pampa. Glaubst du echt, die könnten sowas abziehen? Ich glaube, sie haben Senatoren geschmiert und alle zum Schweigen gebracht. Senatoren. Der Senator von Northkill wurde ganz sicher bestochen. Klar, Northkill ist ja auch voll das Machtzentrum. Ich finde die Sache einfach nur total abgefuckt. Ist sie ja auch, Grace. Diese Kids wollten sich im Sommercamp eine schöne Zeit machen und wurden ermordet. Sie hatten das ganze Leben noch vor sich. Aber so grausam es ist, manchmal sind die Dinge genau so, wie sie aussehen. Manchmal ist ein Apfel nur ein Apfel. Wo so viel Leben zerstört wurde, fragt man sich doch, ob irgendwas zurückbleibt. Ein Echo von dem, was hätte sein können. Vielleicht spüre ich das ja. Es dreht sich nicht alles um Geister. Ich meine ja nur, dass mysteriöse Umstände mir zu wenig Erklärung sind. In dem Wald spukt es doch offensichtlich. Die Stories vom letzten Mal, weißt du noch? Die Hexe von Hackett's Quarry? Die unerklärlichen Tragödien an diesem einen Ort? Oh, ich glaube, mir schwant da was. Vielleicht ist es ein Fluch. Ja, oder auch nicht. Aber... Anton, nicht zu fassen, dass wir das nicht bedacht haben. Es ist bestimmt ein alter Fluch. Was haben die Hacketts getan, um so einen Fluch auf sich zu ziehen? Vielleicht zu viele Mörder reingelassen? Ah, ein klassischer Fluch, der Mörder auf ein Gelände lockt. Anton, das gefällt mir. Das ist ein guter Ansatz. Endlich denkst du wie ich. Ja, nee, so weit kommt's noch. Okay, schieß los. Was hast du noch für mich? Tja, eigentlich nichts. Echt? Echt jetzt? Keine neuen Beweise oder Erkenntnisse, die Licht auf diesen Fall werfen? Nope. Das ist ja voll der Downer. Yep. Du hast also echt gar nichts, hä? Huh? Absolut nada. Wozu sind wir dann hier? Weiß nicht. Das Ende war irgendwie so offen und ich wollte... Die Klappe zumachen? Ja, von mir aus. Hackett's Quarry. Bizarr, aber banal. Nach allem, was dort passiert ist, hätte es doch möglich sein müssen, wenigstens ein paar Beweise aufzutreiben. Wie kann man so überhaupt gar nichts finden? Selbst bei oberflächlicher Betrachtung sollte man doch irgendwelche Beweise finden können. Das deutet auf einen Mangel an Neugier hin, der echt besorgniserregend ist. Als hätte man es gar nicht versucht. Ja. Oder absichtlich vermieden, Beweise zu finden. Oder wäre bloß faul gewesen. Faul, dumm. Ich sag ja nicht, dass das nicht seltsam war. Nur kann ich nicht guten Gewissens behaupten, dass da noch mehr ist. Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute. Das Hackett's Quarry Sommercamp bleibt geheimnisumwoben, weil mein Kumpel Anton... Wir sind wirklich nur Freunde für alle, die in den Comments nach unserem Verhältnis gefragt haben. Weil sich Anton nicht überzeugen lässt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und keine Sorge, wir jagen weiter nach übernatürlichen Ereignissen. Oder natürlichen Ereignissen. Übernatürlichen Ereignissen. Die interessieren uns mehr, weil über viel besser ist. In der Hoffnung, einmal eines beweisen zu können in bizarr oder banal. Aber fürs Erste sollten ein paar Dinge wohl verborgen bleiben. Die einzigen, die die Wahrheit kennen, sind diejenigen, die diese Sachen erleben. Und wir hier sind froh, dass ihr uns zuhört. Danke und bis zum nächsten Mal, Banalida. Hör auf, sie so zu nennen.